Buchverfilmungen sind ja grundsätzlich ein schwieriges Thema. Entweder sie sind zu weit weg von der Vorlage und enttäuschen damit die Buchfans, oder sie sind zu akkurat und werden damit zu etwas schnarchigeren Serie oder Film. Ein Glück gibt es da ein paar Adaptionen, die die Fahne hochhalten und gleichzeitig auch noch ein ganz besonderes Genre bedienen, an dem wir uns nicht satt sehen können. Enemies to Lovers. Bei Royal Blue sind unsere beiden Enemies einer der royalen Prinzen des britischen Königshauses und der Sohn der amerikanischen Präsidentin. Aber keine Sorge, hier geht es nicht um Gerrymandering und Überhangmandate, sondern mehr um Walking Red Flags und schmachtende Blicke. Dennoch spielt Politik natürlich eine kleine Rolle, sonst wäre das Setting auch etwas unklug gewählt. Denn unsere beiden Protagonisten Henry und Alex lösten einen viralen Skandal aus, ehe sie sich für die Öffentlichkeit zusammenraffen müssen und dabei merken, dass sie sich ja gar nicht so doof finden, wie sie selber dachten. Doch auch wenn Enemies to Lovers schon ein gewisses Ende der Geschichte vorwegzunehmen scheint, gibt es auf dem Weg zu Lovers ein paar politische und menschliche Hürden. Und was Royal Blue aus dem Rest des Genres hervorhebt, ist eine wirklich gelungene Prise Humor und subtil platzierter Slapstick. Insbesondere Taylor Sarkar Paris, der Darsteller des Präsidentensohn Alex, darf sein komödiantisches Talent unter Beweis stellen. Ihr Talent in Sachen Comedy mussten David Tennant und Michael Sheen mit Fantasy Bible Remix und Teilzeit Queen Konzert Good Omens nicht beweisen. Die beiden mussten sowieso nichts beweisen, denn wenn es auf dieser Welt zwei Best Boys gibt, dann sind die beiden die bestigsten unter den Best Boys. Und auch wenn der erzählerische Rahmen mit seinem Fokus auf Engel, Teufel und andere Göttlichkeiten sich dann doch entscheidend vom britischen Königshaus und Oval Office unterscheidet, bekommen wir hier ebenfalls ein klassisches Duo geboten. Anfangs noch von viel Uneinigkeit geprägt, finden die beiden moralisch weit entfernten Protagonisten nach und nach zusammen, nachdem sie zu einem unfreiwilligen Waffenstillstand gezwungen werden. Ebenfalls aufgezwungen wird den Stiefgeschwistern Noah und Nick das Zusammenleben in Culpa Mia. Und wo Good Omens noch etwas weniger steamy ist als Royal Blue war, stellt Culpa Mia den Gasherd auf volle Pulle und präsentiert uns feinste spanische Zungenküsse. Doch auch hier braucht es ein wenig Zeit und massig Bad Boy-Aktivitäten, ehe das ungleiche Duo zueinander findet. Nur, damit die Bindung am Ende auch so stark ist, dass sie nicht voneinander loslassen können, egal wie falsch es doch ist. Das ist nicht richtig. Ja, du hast recht. Weg von spanischen Stiefgeschwistern hin zu Tageslichtringen und Eisenkraut in The Vampire Diaries. Hier kommt das klassische Love Triangle auch direkt mit einem Bruderkonflikt daher. Was wäre auch ein Eintrag in diesem Video ohne einen Verwandten ersten Grades in der Romanze? Denn Elena, das ist nicht Elena, das hier ist Catherine. So, denn Elena, Leute, das ist Tadja, Fokus. Also, Elena, meine Güte, das ist Amara. So, hier. Elena Gilbert, gespielt von Nina Dobrev. Und warum die gleich vier Charaktere spielen darf, können euch wirklich nur 8 pickepackevolle Staffeln von The Vampire Diaries verraten. Sie startet auf jeden Fall mit einem harten Crush auf Stefan und findet dessen Bruder Damon richtig doof. Und alle Fans der Serie dürfen zu Recht verwundert sein, warum wir hier auf einen Silas oder Tom Gag verzichtet haben. Aber im klassischen Enemies to Lovers Stil gewinnt der Bad Boy Damon ganz nach dem Vorbild von Nick das Herz seiner angebeteten Elena und fordert unser Moralverständnis in Bezug auf Geschwisterliebe minimal weniger heraus. Das alles gibt's bei Prime Video. Die passenden Binge-Tipps, die gibt's hier.